Warum klopfst du so fest? Hoffentlich verkaufen sie kein Make-up. Oh nein, es ist noch schlimmer. Das ist ihre nette Schwester Sunday. Hallo Schwester, darf ich reinkommen? So süß, dass es eklig ist. Sunday ist so glücklich, dass sie das Wochenende mit ihrer Schwester verbringen kann. Aber Wednesday ist es eindeutig nicht. Sie hat wieder eine Vision. Sieh mal, wer da ist. Unser Cousin Longlegs Day, ihre Cousine Green Day und natürlich Baby Blue. Was gibt es Schöneres, als Zeit miteinander zu verbringen? Hoffentlich wird es nicht wahr. Wo ist der Sonntag geblieben? Das Grauen und die Dunkelheit sind für das Aussehen des Zimmers von Wednesday verantwortlich. Sunday hatte nicht vor, vor Angst grau zu werden. Aber wenn man das Licht anmacht, wird es viel gemütlicher. Wednesday wäre vor lauter Schönheit fast blind geworden. Kann jemand die Helligkeit verringern? Warum bist du nicht glücklich? Wednesday beginnt zu bereuen, dass sie die Tür geöffnet hat. Es ist so viel Staub im Haus. Sogar die Sachen in der Tasche sind schmutzig geworden. Der blumige Duft. Wie in der Welt der Einhörner. Eine zarte Mode. Sunday weiß nicht, dass jemand jede ihrer Bewegungen beobachtet. Ihre Wäsche ist sicher nicht schwarz. Selbst der tote Butler zuckte bei dem Geruch zusammen. Wenn alles klappt, wird das Haus wieder gemütlich werden. Die Socke ist im Nest. Sind die Batterien der Waschmaschine leer? Lurch benutzt Karate statt eines Handbuchs. Aber vielleicht liegt das Problem im Inneren. Thing beschloss auch, den empfindlichen Modus auszuprobieren. Jetzt versteht Lurch, was Gehirnwäsche bedeutet. Es war schwindelerregend. Sunday sucht sich schon ihr Outfit aus, um nach draußen zu gehen. Aber der einzige Ort, an dem man diese Kleidung tragen kann, ist ein Gothic-Konzert. Lurch scheint jetzt Fisch zu sprechen. Sunday fehlen die Worte, um auszudrücken, wie wütend sie ist. Und wo Wut ist, da ist auch Wednesday. Sie wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich zu freuen. Hast du das gemacht? Nein, die Socke. Oh, du kannst jetzt weinen. Schade, dass du kein Schwarz trägst. Anscheinend war es keine gute Idee, hierher zu kommen. Nichts ist so entspannend wie Putzen. Wednesday sammelt schon seit Jahren dieses Netz. Sunday hat beschlossen, dass sie es auch wegräumen muss. Es sieht aus, als ob hier eine ganze Spinnenfamilie wohnt. Das sind nicht nur Spinnen. Es scheint, dass sie ihre Flitterwochen gestört hat. Oh nein, die Bienen sind mit dieser Reinigung eindeutig unzufrieden. Wo soll sie sie unterbringen? Wednesday hörte einen Hilfeschrei und kam zu Lurch. Aber jetzt ist sie diejenige, die Hilfe braucht. Oh, Lurch, jetzt ist es deins. Armer Kerl, er ist nicht der schönste Kerl der Welt und jetzt stechen ihn diese Bienen. Die Schwestern sind aus der Zoohandlung zurück. Sunday wird sich nicht an die Tricks von Wednesday gewöhnen. Warum musste sie Piranhas kaufen? Das wirst du bald herausfinden. Piranhas könnten in der Dusche nützlich sein, wenn Sunday dort ist. Sie wird schreien, aber mit dem Schreien kann man keine Piranhas füttern. Ich brauche sie unbedingt. Ich werde sie nicht zurückgeben. Die Fische sind schockiert. Sunday wird sich um sie kümmern oder Lurch bitten, es zu tun. Jeder braucht eine Dusche nach dem Training. Wednesday wird sie benutzen. Sieht so aus, als ob niemand hier ist. Toll. Tja, man hat dich erwischt. Ah, mach bloß kein Foto. Und wenn ich das hier benutze? Der Goldfisch macht Liam definitiv keine Angst. Warte, das ist das falsche Paket. Liam hat nichts verstanden, aber das macht es noch lustiger. Die Piranhas beißen, Lurch. Kannst du sie fangen? Ich habe keine Kamera. Sunday fing an, auszuflippen. Sie werden es bestimmt nicht ohne Wednesday reparieren. Liam, der Streich ist vorbei, du kannst aufhören. Okay, was ist das? Sunday scheint etwas zu verbergen. Vielleicht hat sie nur das Bett gemacht. Geh weg. Nö. Geh jetzt weg. Oh oh, Sunday ist unerschütterlich. Was ist das, tanzende Krabben? Wednesday hat diese Schlacht verloren. Das war knapp. Zeig es mir jetzt. Sunday hat beschlossen, zurückzutreten. Ich frage mich, was sie so sehr versteckt hat. Oh nein! Wow, Thing, du bist so schick! Aber Wednesday mag das neue Bild nicht.
Wie konnte Sunday Thing etwas antun? Lauft weg! Wednesday hat einen Kulturschock, sie muss alles in Ordnung bringen. Aber wie? Dieses Nageldesign gehört in den Mülleimer. Hab Geduld, Thing. Jetzt bist du so gut wie der Alte. Heute gingen Sunday und ich ins Café. Oh, ein Fleck von vertrauter Farbe. Hallo, Wednesday. Wednesday. Sie kann sich nicht einmal in ihrem Lieblingscafé ausruhen. Ich sehe, du bist es. Komm her. Vielleicht ist das ein Irrtum? Mit einer falschen Nase kann man Sunday nicht täuschen. Oh, diese Verwandten. Gemeinsam macht es doch viel mehr Spaß und Sunday zahlt heute. Und hier ist ihr Milchshake. Der erste Schluck ist immer der leckerste. Wednesday bevorzugt heißen Kakao. So dunkel wie ihre Seele. Oh, Sunday hat einen kleinen Schnurrbart. Aber der Schnurrbart von Wednesday ist riesig. Ist der Kakao so gefroren? Sunday ist dran und lacht über ihre Schwester. Haha, das ist urkomisch. Aber Wednesday findet es nicht. Man weiß nie, wann man einen Wachsschmelzer braucht. Wednesday hat beschlossen, den Schnurrbart um jeden Preis loszuwerden. Fast fertig. Die Hauptsache ist, dass man weiß, wo man aufhören muss. Autsch! Der Prozess hat begonnen. Bist du sicher, dass du das in einem Café machen kannst? Wenn es das Problem löst, dann ja. Huggy Wuggy? Er muss Blue suchen. Aber die Haarentfernung hat ihn schneller gefunden. Nein, bitte nicht. Aber Wednesday ist unaufhaltsam. Ja, das war ein harter Tag. Es ist Zeit, sich auszuruhen. Je früher du aufgestanden bist, desto mehr hast du geschafft. Zeit zu... Wednesday, bist du Dracula? Ein entfernter Verwandter. Ich kann nicht einmal einschlafen. Bla, bla, bla. Psst, Zeit für eine Gruselgeschichte. Einmal hat Wednesday bunte Würfel gesammelt, um sie schwarz und weiß zu machen. Blue entdeckte sie, er mag keine unerwarteten Gäste. Aber du wirst Wednesday nicht erschrecken, du musst Angst vor ihr haben. Blue konnte sich nur in der Ecke verstecken und um Gnade bitten. Aber es war zu spät. Niemand konnte Wednesday aufhalten. Bumm, und sie war mit ihm fertig. Heute schläft Sunday bestimmt nicht ein. Der Geist von Blue? Es sieht so aus, als ob er wegen Sunday gekommen ist. Lauft, rette dich. Toller Scherz, Lutsch. Du kannst deinen Kopf abnehmen. Ist das wirklich ein Geist? Der Streich war so cool, dass sogar Wednesday darauf reingefallen ist. Der Tag ist gekommen. Sunday geht nach Hause. Steh auf, Schlafmütze, dein Zeug sammelt sich nicht von selbst. Wednesday ist so fürsorglich, sie wird ihrer geliebten Schwester immer helfen. Das könnte für das ganze Jahr reichen. Und es ist alles so ekelhaft. Warte, was machst du da? Ich kann es nicht erwarten, allein zu sein. Los geht's. Es ist so schön, mit den unerwarteten Gästen nach draußen zu gehen. Hallo, was ist mit Wednesday los? Hat sie jemanden gesehen? Die ganze Familie ist zusammen. Es scheint, als ob die Vision wahr geworden ist. Es ist nur ein Traum. Das ist selbst für sie zu unheimlich. Wednesday wählt einen stylischen Look für die Akademie. Nein, das ist nicht das, was sie braucht. Sie könnte etwas Hilfe von einem Handstylisten gebrauchen. Hm, das sieht gut aus. Düster und elegant. Genauso, wie sie es liebt. Und das ist Mrs. Thornhill. Sie freut sich darauf, der jungen Adams ihre Klasse zu zeigen. Wow, ihre neuen Mitschüler sind so ungewöhnlich. Sieht so aus, als wäre Wednesday irgendwie schockiert. Sie hat Visionen, erinnerst du dich? In der letzten Stunde gab Miss Thornhill den vier Elementen eine einfache Aufgabe. Sie sollten Wasser in einer Tasse erhitzen. Erde Jerry nahm die Sachen in seine Äste. Wasser Linz füllte den Becher mit kristallklarer Flüssigkeit. Sie müssen es nur aufwärmen. Feuer Riley wird helfen. Toll geschafft. Sieht aus, als hätten sie es übertrieben. Beruhige dich, Luft Ellie wird alles in Ordnung bringen. Wednesday geht endlich zurück ins echte Leben. Danke, es geht ihr gut. Sie braucht keine Hilfe. Sieht so aus, als wolle dieser Typ den Neuling mit der Blumenüberraschung beeindrucken. Was denkst du? Das Wasser mag es nicht. Der Neuling nahm das Geschenk an und verbesserte es ein wenig. Sie bevorzugt die Farbe schwarz. Aber irgendetwas ist komisch an dem Geruch. Okay, hör auf zu reden. Miss Thornhill ist bereit, dir eine neue Aufgabe zu geben. Ups, es ist zu spät. Die Stunde ist schon vorbei.
Die Erde will Wednesday eine Führung durch die Akademie geben. Und was hat er überhaupt in ihr gesehen? Mädels, was denkt ihr? Gary versichert dem Neuling, dass es in der Akademie eine Menge interessanter Dinge gibt. Es gibt Bogenschießen und das hier ist ein Fechtkurs. Oh, irgendetwas ist schiefgelaufen und der Hurricane hat den armen Reiseleiter weggefegt. Das sind die Tricks von Luft Ellie. Sie ist so freundlich und möchte sich wirklich mit Wednesday anfreunden. Die Luft kann nicht aufhören zu reden, aber das scheint die jüngere Adams nicht zu interessieren. Oh Gott, sie bringt Wednesdays Kopf zum Rotieren. Die gesprächige Blondine kennt alle einzigartigen Schülerinnen der Truman Academy. Toll, jetzt ist sie endlich weg. Oh nein, das geschwätzige Mädchen ist zurück. Es ist Zeit, Mr. Drake kennenzulernen. Er ist der unfreundlichste Lehrer an der Akademie. Und was ist mit der Klasse der Meerjungfrauen? Oh, diese Mädchen aus den Unterwassertiefen. Sie sind so lustig. Wow, das ist ein Werwolf-Schüler. Immer hungrig und wütend. Aber das ist okay. Ellie weiß, wie sie mit ihm auskommen kann. Wuff, wuff, Streich. Gut gemacht, Luft. Moment mal, was ist da drin? Das ist das Zuhause des Pyromanten. Ohne Feuer kann er nicht leben. Puh, Wednesday hat den Feuerwehrmann erschreckt und er ist sofort rausgegangen. Du hättest die kleine Adams nicht wütend machen sollen. Und Luft Ellie spielt weiterhin den Reiseleiter. Wow, und was ist das? Lasst es uns herausfinden. Jetzt ist alles klar. Das Turnier der vier Elemente ist ein jährlicher Wettbewerb der Akademie. Wir lernen Erde, Feuer und Wasser. Und natürlich die Luft. Ups, der Mini-Tornado hat ein paar Probleme verursacht. Willst du mitmachen? Nein, 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 keine Wettbewerbe. Aber Ellie ist unaufhaltsam. Oh, Wednesday hat wieder eine Vision. Überall herrschen Chaos, Panik und Hysterie. Alle rennen herum, als ob sie verrückt wären. Aber Mrs. Thornhill scheint es zu gefallen. Ist alles in Ordnung? Was hat sie dort gesehen? Oh, hi. Sie ist so unhöflich. Nach all den Dingen, die sie gesehen hatte, beschloss Wednesday, dass sie versuchen würde, den Wettbewerb zu gewinnen. Sie muss sich nur anmelden. Thing wird ihr gerne helfen. Voila! Um der Star des Wettbewerbs zu werden, muss sie stilvoll aussehen. Ellie hat sich für Wednesday ein T-Shirt in ihrer Lieblingsfarbe ausgesucht. Sie muss nur dafür sorgen, dass die jüngeren Adams es tragen. Wednesday hasst süße Sachen, also musst du dir eine andere Möglichkeit suchen. Okay, es ist Zeit, den Wettbewerb zu starten. Alle sind da und Wednesday ist aus irgendeinem Grund zu spät. Okay, lasst uns warten. Oh, ist sie das? Nein, das ist die Erde Gary. Okay, fangen wir an. Warte, Wednesday ist hier. Was ist mit ihrem Gesicht los? Wow, das dickköpfige Mädchen hat immer noch dieses T-Shirt angezogen. Ha, Verlierer. Die Lehrerin hat das Mobbing gestoppt und der Wettbewerb beginnt. Dann lasst uns mal sehen. Linz ist so gut darin, Wasser zu kontrollieren. Bravo. Und Riley hat mit dem Dampf eine echte Show hingelegt. Wow. Beeindruckend. Aber nicht für jeden. Wednesday ist sich sicher, dass jede Teekanne mit dieser Aufgabe zurechtkommt. Okay, Mädels, zeigt uns, was ihr könnt. Wow, das ist eine unerwartete Tanzschlacht. Mal sehen, wer der beste Tänzer sein wird. So anmutig. Dieses Mädchen ist unglaublich. Und was kann das Feuermädchen tun? Lass dich nicht ablenken und erinnere dich an die Bewegungen. Dieser Feuertanz wird alle zum Staunen bringen. So viel Ausdruck. Und schließlich der feurige Trick. Und wir laden Luft Ellie auf die Tanzfläche ein. Der Tanz der kleinen Enten? Ein Epic Fail. Okay, lasst uns den Tanz von Wednesday anschauen. Sie ist bereit, eine Meisterklasse zu geben. Das Outfit ist fertig, aber was ist mit der Performance? Tolle Idee. Eine kreative Kombination aus den Bewegungen der Konkurrenten. Wohin schaut sie die ganze Zeit? Wow,
Die Background-Tänzerinnen und Tänzer haben diese Aufführung viel heller gemacht. Das magische Tanztrio lädt jeden mit seiner Energie auf. Sie bekommen eine verdiente Belohnung. Einen tollen Ring. Aber Thing macht es nichts aus, es anzuprobieren. Plus ein Schmuckstück für die Sammlung. Thing ist so glücklich. Oh, noch eine Vision? Was ist das für ein magisches Ritual? Der geheimnisvolle Magier stellt einen Zaubertrank her. Wofür ist er? Okay, Wednesday hat im Moment andere Probleme. Sie hat eine kluge Rivalin und muss gewinnen. Schritt für Schritt kommt sie dem Sieg näher. Die Lage spitzt sich zu, die Lehrerin ist nervöser denn je. Ups, ist das ein Unentschieden? Wednesday-Fan Gary ist hier. Er hat sogar einen Sprechgesang gemacht. Und Ellie ist bereit, ihre Freundin zu unterstützen. Der Kampf mit dem Element geht weiter. Wow, Wasser hat ihre Magie benutzt, um eine Eiswaffe herzustellen. Wird Wednesday mit bloßen Händen kämpfen müssen? Natürlich wird sie das nicht. Ihre Freundin wird sich schon etwas einfallen lassen. Da gibt es nicht viel zur Auswahl. Warum brauchen sie so lange und warum fangen sie nicht an zu kämpfen? Was ist hier los? Wir müssen handeln. Wow, was für ein Schritt. Wednesday ist im Angriff ausgewichen und hat ihre Waffe aufgerüstet. Wow, das war unglaublich stark. Hat dieser Neuling das selbst gemacht? Aber natürlich nicht. Die Luft-Ellie war genau da, um zu helfen. Sie drückten Linz buchstäblich gegen die Wand. Das eisige Schwert zerbrach in Stücke und geriet in Mrs. Thornhills Limonade. Lecker. Ein kühler Cocktail ist das, was du bei einem heißen Wettbewerb brauchst. Es ist Zeit, den Gewinner zu küren. Herzlichen Glückwunsch, Wednesday. Du hast alles getan, was du konntest. Warte, es ist die Tasse aus ihrer Vision. Hey, Wasser ist sich sicher, dass Wednesday es nicht verdient hat zu gewinnen. Vielleicht schaffst du es bei der nächsten Herausforderung besser. Leute, dreht euch um. Sie sind an einem neuen Ort angekommen, was bedeutet, dass der Wettbewerb noch nicht vorbei ist. Wo sind sie? Gary verhält sich komisch. Von einem süßen, netten Kerl wurde er zu einem gefährlichen Schurken. So gruselig. Die Mädchen sind in einer grünen Falle. Was für eine Wendung. Die ganze Zeit über hat er seine bösen Pläne versteckt. Während Wasser und Feuer versuchen, sich zu befreien, will Wednesday den Täter mit ihrem Blick vernichten. Der arme Gary verliert offensichtlich. Wasser will diesem selbstbewussten Schurken eine Lektion erteilen. Hey, was ist los mit ihm? Er hat sein eigenes Spiegelbild gesehen und sich in eine Statue verwandelt. Er wollte die Elemente besiegen, aber am Ende ist er für immer eingefroren. Nun, jetzt gehört der Pokal dem gesamten Unternehmen der Elementarmagie. Aber was wird mit Gary passieren? Jetzt lebt er in Miss Thornhills Kleiderschrank. Sie scheint mit dem Ergebnis des Wettbewerbs nicht zufrieden zu sein. Aber warum? Ich kann es nicht glauben. Es waren alles Tricks des Lehrers. Aber ihr schlauer Plan hat nicht funktioniert. Thornhill kam auf eine weitere böse Idee. Aber dieses Mal wird sie mit Luft-Ellie experimentieren.